Irgendwie das Einzige, was ich mit Gravotto und dem Caputo-Vergleich sagen will, ist irgendwie, dass jedes Mal, wenn ich diese Map starte oder den Ladebildschirm sehe, will ich irgendwie Gravotto sagen. Und ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder. Und überhaupt sage ich den Namen falsch der Map, wie von jeder Map irgendwie. Es ist Gavutu, ist es Gravutu? Ich bin mir nicht mal sicher. Aber irgendwie erinnert es mich an das Pokémon. Wenn man Pokémon finden würde in diesem Spiel oder sie Easter Eggs einführen, wie Battlefield die manchmal hat, würde am Strand vielleicht ein paar Fossilien liegen, die man in Pokémon umwandeln kann. Nicht wirklich halt, aber. Ja, Easter Eggs gibt es halt nicht in diesem Spiel. Und ich habe keine Ahnung, wo ich in diese Richtung gehe. Netter Tomahawk. In diese Richtung gehe ich. Ich mag die Map auf einer Seite nicht so sehr, aber sie spielt sich okay. Es ist ähnlich wie Demjansk. Es gibt das Schiff, das meistens umkämpft wird, wo oben Leute campen, wie bei der Kirche in Demjansk, wie in der Kirche. Und dann gibt es auf beiden Seiten Felder, wo man Distanzkämpfe hat und ich versuche einfach nur durchzurushen und dann, wenn dann die Häuser zu halten. Meistens eben mit der Olympia. Ich weiß gar nicht, ob das eine Gold-Olympia ist, was ich da in der Hand halte. Nee, glaube nicht. Ich habe dann noch ein zweites Spiel, das ich direkt dazu gecuttet habe, das auch mit Olympia ist und glaube ich mit einem LMG. Da bin ich, glaube ich, Olympia Itrapeurs und da hat das fast dann den Rest für mich erledigt bei diesem Kill und brennt auch wieder alles nieder. Und ja, dieser Lauf ist so ziemlich fertig hier. Ich glaube, irgendwas passiert noch, was kurzes. Ein kleiner Kill da drüben, ein Longshot. Ist es ein Longshot? Das war kein Longshot. Ha, eigen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Doppelläufigen, mit der doppelläufigen Olympia. Das muss ein Longshot gewesen sein. Auch kein Longshot. Ne, gibt's ja nicht. Mir kommt vor, die Longshots, irgendwas passen da nicht mit der Olympia. Die Schüsse haben Reichweite, sie killen noch ziemlich gut mit der Reichweite, aber irgendwie zwischendurch kriegt man einfach nicht die Longschüsse, die man kriegen müsste. Und irgendwas passt dann halt da nicht ganz. Ja, den kill ich dann noch, irgendwie ganz eigen, mit Klippenjump. Könnte man in die Montage hauen und sagen, dass gut ist, ist es aber nicht. Und dann sterbe ich da natürlich, weil The Man on Fire mitbekommen hat, dass ich neben ihm wen kille. Was in diesem Spiel ziemlich schnell ist. Jeder schaut auf die Karte, die Minimap ist sehr wichtig. Ich habe PUBG letztens probiert und ich habe gemerkt, dass ich zu sehr Minimap fixiert bin, was in dem Spiel, glaube ich, nichts hilft, wenn man keine Schüsse oder keine Leute, die schießen, auf der Minimap sieht. Was man in diesem Spiel. Ja, danach orientiert man sich in Call of Duty. Immer ein Auge auf die Minimap halten ist das Wichtigste, was wir hier lernen. Dass ihr immer genau wisst, wo die Gegner sind und die legendären Fossilien-Pokémon vergraben, werden natürlich auch auf der Minimap angezeigt. Warum nicht? Da ein schöner Doppelkill mit Abwarten, ein Headshot, ein normaler, waren drinnen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das LMG hier heißt DB27, glaube ich, der ist mit dem Scheibending. Und irgendwie, ich versuche gerade LMGs zu leveln, damit ich die Richtung Diamant oder Gold kriege. Und es gibt irgendwie keinen Grund, LMGs zu spielen. Das Nachladen dauert zu lange. Die meisten SMGs haben mehr Magazin und die Reichweite ist auch nicht so viel besser als bei den SMGs. Man kann spielen, sie sind gut, aber das Nachladen dauert einfach zu lange dafür, dass man zu lange spielen muss, dass man die großen Magazine freischaltet. Und das dauert einfach zu ewig. Sie sind nicht schlecht, die meisten davon, was ich gespielt habe. Man kann gut damit spielen, aber im Vergleich zu LMG, im Vergleich zu SMGs und Sturmgewehren sind die LMGs natürlich immer ein bisschen schlechter gewesen. In jedem Call of Duty, glaube ich. Dafür sind in diesem Call of Duty die Shotgun Gott sei Dank ziemlich stark. Für ein Spiel, das Vanguard heißt, muss das in meiner Meinung auch so sein. Weil Vanguard bedeutet für mich reinrennen, chargen, was in diesem Call of Duty auch gut hin funktioniert, hinhaut. Jo, speaking of hinhaut, wir spielen
zu Ende. Das Spiel ist aus, der Sieg wurde geholt. Das waren zwei verschiedene Spiele. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.